Ja, ist natürlich grandios, ne, dass auch so viele Leute gekommen sind. Ich meine, wir haben ja zum Glück, die Stadt Lohne hat ja gut mitgeholfen, wir waren ja gut vorbereitet. Auch die Polizei, die ehrenamtlichen Helfer der Malteser Feuerwehr, ne, muss man auch ein großes Dank aussprechen, dass das hier auch alles so vernünftig aufgebaut ist. Die Schweden haben immer gesagt, sehr professionell hier, und dann fühlen die sich natürlich auch besser und sicherer, sag ich mal, dass wir das hier so aufgebaut haben. Aber ich finde es grandios, dass so viele Leute jetzt auch irgendwie teilnehmen, sich die Zeit genommen haben. Ich meine, wir haben ja auch versucht, was wir konnten, dass wir die so ein bisschen einbeziehen. Von daher, glaube ich, also bisher bin ich sehr zufrieden. Ich hätte das nie mir so vorgestellt. Also ich war auch gleich von dem kurzen Video völlig überrascht, da wusste ich gar nichts. Ich wollte das erst nochmal auf mich wirken lassen, aber dann hatte ich ja schon die Rede. Ja, es war richtig toll. Das ist wie eine Schublade oder eine Klappe, die am Pflegebett unterhalb der Bettkante angebracht ist. Und wenn man die benutzen möchte, zieht man die nachher vor. Und dann schmeißt man einfach die Inkontinenz oder diese Produkte ab. So kann man sich wirklich hundertprozentig auf den Bewohner konzentrieren oder auf den Patienten.